So, bei was für einer Station waren wir hier eigentlich gerade? Ah, die Satelliten. Davon nehmen wir nochmal zwei Stück mit. Abdocken. Und jetzt aber Richtung nördliches Sprungtor. Da lang. Uah, nicht gegen die Andockklappern fliegen. Das könnte schmerzhaft enden. So, dann mache ich mal Autopiloten an. Und guck, wie sich unsere Transporter so halten. Nämlich genau du. Du bist jetzt Imperators Graben mit einem vollen Laderaum. Imperators Graben, wo war das denn noch gleich? Galaxiekarte? Ah ja, genau hier hinten. Und wir wollten ihm den Auftrag geben, nur innerhalb dieses Sektors sein Erz zu verkaufen, damit wir Ansehen bei den Paraniden bekommen. Also, mein Besitz, du, Kommando, Kommandokonsole, handeln, verkaufe zum besten Preis, Erz und zwar null. Macht er das auch wirklich? Ja, Splitterbombenwerferschmiede Alpha in derselben Zone. Sehr schön. Dann dürfte er sich recht schnell wieder melden, dass er nichts zu tun hat. Beziehungsweise er meldet sich nicht, weil wir es abgeschaltet haben. Jetzt die Frage, ob wir das noch eine Weile so manuell weiterlaufen lassen, oder dass er immer in dem westlichen Sektor das Erz ankauft, rüberspringt und da wieder verkauft. Aber wäre eine gute Möglichkeit, mich zu beschäftigen zwischen den Phasen. Auch das, was wir jetzt machen, ist ja eigentlich nur Beschäftigungstherapie, damit ich mich später noch besser beschäftigen kann. Also das Wichtigste für diese Phase haben wir ja eigentlich schon abgeschlossen, nämlich den Sektorhändler aufzustellen, die Sprungantriebe einzustellen und so weiter. Das heißt, eigentlich warten wir jetzt noch, bis er Stufe 8 ist, damit wir den Universumshändler starten können und danach werde ich eine ganze Weile off-camera spielen, damit wir ein bisschen mehr Spielgeld zusammen haben, um noch mehr Universumshändler uns zu holen und auch schon den ersten Puffer haben für die Stationen, die in der nächsten Phase kommen werden. Und nebenbei, was zur Hölle ist das? Der ist aber richtig dunkel. Da weiche ich mir ein bisschen aus. Aber ja, ich muss hier in der Zwischenzeit irgendwas mit meinem kleinen Discoverer hier anfangen. Also primär werde ich wahrscheinlich das Satellitennetzwerk erstmal ausbauen. Wir haben ja noch jede Menge Satelliten, Sektoren hier unten vor allem. Okay, wir haben einen da. So viele sind das gar nicht. Ja, aber jeder Sektor, der keinen Satellit hat, bekommt einen. Eventuell ersetze ich auch alle normalen Satelliten durch die erweiterten Satelliten. Da müsste ich aber vorher gucken, wo wir die überhaupt herbekommen. Und dann die Station eventuell mit allen Ressourcen beliefern. Ich mache mal kurz Sinza an und sobald wir im nächsten Sektor sind, gucke ich mal ganz kurz in der Enzyklopädie nach, ob wir überhaupt schon eine erweiterte Satellitenfabrik gefunden haben. Dafür ist die Enzyklopädie ja echt praktisch. So, Ringomond, Autopilot bitte durch das Tor und wir würden gerne erweiterte Option Enzyklopädie. Dann hätten wir gerne was? Fabriken? Nein, wir hätten gerne Schiffsausrüstung oder unter was zählt das? Ah, bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, Ausrüstung schon mal nicht. Andere Waren? Nein. Erweiterung? Nein. Spezialobjekte? Ah ja, Spezialobjekte. Erweiterter Satellit und den können wir kaufen in Elenas Glück, Imperators Graben, also in den militärischen Außenposten, primär. Ja, aber das ist alles im Paranidensektor. Ja, nee, da kommen wir nicht ran. Was haben wir hier? Wird als Produkt von bekannten Stationen verkauft in Argon Prime. Oh, da haben wir eine. Und in Priesters Gnade, da werden wir wieder nichts verkaufen, kaufen können. Also Argon Prime direkt, da gucke ich doch gleich mal. Erweiterte Satellitenfertigung. Oh, ja, doch, sehr schön. Sind schon mal vier auf Lager, die kann ich mir später holen. Und wir werden ihm noch ein paar Computerkomponenten liefern müssen, damit es ein bisschen schneller geht. Aber das kriegen wir dann schon hin, beziehungsweise ich, weil ihr guckt ja gar nicht zu. Es wäre ja langweilig, immer nur hin und her zu fliegen. So, Sinza wieder an. Und nebenbei mal einen Blick auf den Besitz geworfen. Aber er ist immer noch am Verkaufen. Dafür hat unser Energietransporter nichts zu tun. Das schaffen wir aber nicht mehr, bevor wir durchspringen. Komm schon, ich will Profit machen. So, Autopilot wieder an. Wieder zu dem da.
unserem halbautomatischen Händler. Verkauf zum besten Preis, Energiezellen, sagen wir mal 3. Kommando akzeptiert. Was sagen denn unsere Credits? 122.000, ja, ich würde echt gerne all diese halbautomatischen mit Sprungantrieben ausrüsten. Da wird es wenigstens ein bisschen schneller gehen. Denn bis ich genug Credits zusammen habe, um noch einen Superfrachter mit Sprungantrieb und MK3 zu holen, wird das noch eine ganze Ecke dauern. Das heißt, ich werde eine Weile noch auf die halbautomatischen angewiesen sein. So, wir sind 3 Welten, dann sind wir gleich im Ruhenbereich. Obwohl, Königstal. Das habe ich eben bei den erweiterten Satelliten auch gehört. Beziehungsweise gelesen. Da gucke ich mal ganz kurz hin. Da gibt es die wohl auch. Militärische Außenposten. Erweiterte Satelliten. Ja, sehr schön. Da gibt es die wohl auch. Gucken wir mal, ob die mit uns handeln werden. Aber die Boronen und die Argonen haben eigentlich recht gute Verbindungen zueinander. Das kann ich auch gleich mal vorlesen, was bei denen in der Enzyklopädie drin steht. So. Erstmal gleich einen riesigen Planeten, wenn man reinkommt. Schöne Sache. Und die Schiffe allgemein sehen auch alle sehr, ich weiß nicht, natürlich aus. Na gut, wir fliegen erstmal in einen Bereich, wo uns keine Schiffe rammen können. Sagen wir mal da hinten. Also näher an den Planeten ran. Und ja, wenn man Lust und Zeit hat, kann man auch einfach Sinza anschmeißen und auf einen Planeten zufliegen. Das dauert mitunter eine ganze Weile. Aber irgendwann kommt man in die Atmosphäre und kriegt dann Schaden so lange, bis man zerstört wird. Auf dem Planeten selbst landen oder dergleichen kann man leider nicht. Aber man hätte da ja auch nicht wirklich irgendwas zu tun. Die ganzen wichtigsten Handelsstationen sind halt im All. So, ich würde jetzt aber gerne nicht weit auf den Planeten zufliegen, sondern... Die Ebene, diese hier, scheint direkt auf den Planeten zuzuführen. Das ist nicht gut. Na gut, dann halt einfach Sinza in die Richtung, in der Hoffnung, dass uns kein anderes Schiff rammt. Also, wo ist unsere Enzyklopädie? Da ist unsere Enzyklopädie. Völker. Wir haben die Boronen. Boronen sind im gesamten X-Universum berühmt für ihre Weisheit, ihren Reichtum und ihre hochentwickelten Schiffe. Boronische Schiffe weisen eine schimmernde grüne Färbung auf. Sie sind mit leistungsfähigen Antrieben ausgestattet und gehören zu den schnellsten und wendigsten Schiffen des Universums. Im Gegensatz zu den spartanisch eingerichteten und dafür am stabilsten aufgebauten Schiffe der Paraniden. Also das ist ein gutes Gegenbeispiel hier. Darüber hinaus verfügen sie über höchst moderne Waffen und Verteidigungsschilde und gehören zusammen mit den Schiffen der Argonen zu den besten Raumschiffen, die käuflich zu erwerben sind. Aufgrund ihrer friedfertigen Natur unterhalten die Boronen trotz ihrer Mitgliedschaft in der Gründergilde und ihrer starken Allianz mit den Argonischen freundliche Beziehungen zu allen Rassen des X-Universums. Sie unterhalten derzeit Handelsverträge mit den Teladi und den Paraniden. Den Split gegenüber sind sie jedoch immer sehr vorsichtig und die Beziehungen zwischen diesen Völkern sind angespannt. Die Boronen haben keinen direkten Kontakt zu den Xenon, sind sich jedoch aufgrund ihrer Beziehung zu den Argonen der Bedrohung, die von ihnen ausgeht, durchaus bewusst. Das boronische Königreich untersteht trotz seines Namens einer gewählten Regierung, also ein bisschen wie die Engländer. Es gibt jedoch eine Königsfamilie, deren Mitglieder als Repräsentationsfiguren des Königsreichs fungieren. Ja, also genau wie drüben auch. Das derzeitige Oberhaupt der Königsfamilie ist die 50-jährige Königin Atreus. Ihr Ehemann, König Roll, kam ums Leben, als sein Raumkreuzer auf einer nahegelegenen Raumstation abstürzte. Die Tochter, Prinzessin Maneleus, ist die designierte Thronfolgerin. Schiffsinformationen. In der Vergangenheit haben die Boronen sehr eng mit den technischen Entwicklern der Argonen zusammengearbeitet, obwohl sie deren aggressive Natur nie ganz verstehen konnten. Ja, die menschliche Natur ist halt aggressiv, auch wenn wir es verstecken versuchen. Durch die andauernde Gefahr eines Angriffs durch die extrem gewalttätigen Split entfernten sich die letzten boreanischen Schiffsentwürfe von ihrer friedfertigen Beschaffenheit. Durch moderne Ionenwaffen und einzigartige Antriebssysteme wurde ein drastischer Rückgang an Überfällen durch Piloten des Split erreicht. Verständlicherweise. Wir haben keine leichten Ziele mehr gehabt.
Neue boronische Schiffe sind ebenso schnell wie argonische und verfügen über eine vergleichbare Bewaffnung, sind jedoch mit schwächeren Schilden ausgestattet. Illegale Waren sind hier ähnlich wie bei den Argonen, um nicht zu sagen genau die gleichen. Und wir sind hier schon getreuer Höflingen. Das ist doch schon mal sehr schön. Also bei den Paraniden haben wir irgendwo hier unten angefangen. Und hier sind wir schon weit über dem Neutralen. Sehr gut. Und ich bin doch ein wenig weit abgekommen. Da ganz hinten irgendwo sind die Stationen. Gut, hier wird uns auf keinen Fall irgendwas rammen. Und alle brauchen neue Aufträge. So, unser Energietransporter braucht neue Energiezellen. Sonnenkraftwerk, Energiezellen 6. So. Unser Erztransporter ist nicht ganz leer geworden. Ach nee, das sind die Energiezellen, die ihr als Sprungdingens benutzt. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, ob unser Ansehen bei den Paraniden sich verbessert hat. Paraniden, unheiliger Nomade. Aber wir sind schon auf 82%. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Also springt unser Erztransporter bitte erstmal manuell bis dahin. Osttor. Da warten wir mal ganz kurz ab. Das dauert ja nicht lange. Und swoosh, da ist er schon. So, jetzt kaufst du bitte nur innerhalb dieses Sektors zum besten Preis. Was zur Hölle? Oh, ich bin glaube ich falsch gesprungen. Wo bist du? Imperialer Grenzbereich. Ja, das war falsch. Entschuldigung. Du musst doch ein wenig woanders hin. Springe bitte zu den Minen des Imperators. Ja, das sieht doch gleich viel erziger aus. So. Du, Kommando, Handel, Kauf zum besten Preis. Erz. Null Sektoren. Und unser Siliziumtransporter ist da ja auch schon in der Ecke. Handel, Kauf zum besten Preis. Da, Silizium, ebenfalls null. Und beide haben eine Mine gefunden. Sehr schön. Dann können wir jetzt dahin fliegen. Einen Satelliten rausschmeißen und dann durchs Osttor weiter. Damit ich halt vor der nächsten großen Pause ein paar mehr Sektoren habe, wo ich Handel treiben kann, wo ich die Satelliten abschmeißen kann und dergleichen. So. Ja, da könnte man auch noch aufforschen. Aber das Universum an sich ist so groß, da werden wir keinen Mangel haben an Raum zum Expandieren. Vor allem wird es auch sehr schnell sehr unübersichtlich. Aber ja, Sinza sollten wir schon anschmeißen, sonst dauert es ewig, bis wir da ankommen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind noch nicht mal auf der Karte. Ja, haben wir schon da hingeklickt, oder? Ich nehme mal das Osttor als Ziel. 435 Kilometer, oh weia. Na gut, werfen wir einfach so lange einen Blick auf unsere Besitztümer. Hat er vielleicht ein Level bekommen? Nö, er ist immer noch Stufe 5. Es ist ein wenig ärgerlich. Ich hätte eigentlich schon ganz gerne den Universumshändler jetzt gestartet. Aber er hat schon wieder diesen komischen, ich glaube das ist ein Bug. Dass er 18 Energiezellen dabei hat und die verkauft er zum besten Preis. Das ist irgendwie albern. So, jetzt ist er leer. Obwohl er eigentlich nicht leer sein dürfte, denn wir haben ihm gesagt, er soll... Wo steht's? Wie jetzt? Er hat sein... Wo ist sein Sprungantrieb hin? Ach, das ist der falsche. Er hier ist unser Sektorhändler. Und er ist nur in Bereitschaft. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Ja, der Energietransporter ist zu spät gekommen. Dann kauf doch halt nochmal neu. Und danach müssen wir uns um unseren Sektor, unseren Händler kümmern. Den vielleicht irgendwo anders hinschicken. Und dieser doofe
Flare-Effekt von der Sonne nervt. So. Also, unser Sektorhändler ist in Erzmine Elbeta. Finde auf Sektorkarte. Also er ist im Energiezirkulum. Und im Energiezirkulum braucht wohl keiner gerade Energiezellen. Also sehr kurios. Na gut, dann probieren wir mal aus, ob er inzwischen vielleicht schon an angrenzende Sektoren auch weiter handeln kann. Brechen wir also ab. Kommando, Handel, starte Sektorhändler. Energiezirkulum? Nee. Da fehlen ihm wohl noch ein, zwei Stufen. Und der ist jetzt immer noch in Bereitschaft. Na gut, dann werden wir uns wohl oder übel andere Sektoren aussuchen müssen, wo er Handel treiben könnte. Hier ist eine Ranch und zwei Kahuna-Pressen. Also hier wird Fleisch produziert und die beiden brauchen Fleisch. Ja, Lager ist voll. Wenn bei denen das Lager leer ist, könnten wir Profit machen, aber... Nö, sind beide voll. Hier also auch nicht. Wie schaut's hier aus? Sonnenkraftwerk und 5 Stationen, die Energiezellen brauchen. Probieren wir es doch mal da. Also Antigones Memorial. Du, Kommando, Handel, Sektorhandel, da drüben. Gucken wir, ob er hinspringt oder ob er hinfliegt. Ah, anscheinend fliegt er hin. Oh, Sackwasser. So, und bei dir müsste doch eigentlich hier stehen. Autosprung, ja. Mitgeführte Treibstoffreserven, 50. Er hat aber keine 50 dabei. Obwohl er die ganze Zeit mit der Energiezelle Handel betrieben hat. Das ist schon komisch. Aber gut, wir haben 2 Schiffe, die Aufträge wollen. So, du. Du. Springst bitte. Wieder da hinten hin. Vestor ist okay. Und du. Ja, Siliziumscheiben sind immer schwerer zu verkaufen. Da gucke ich mal ganz kurz, ob wir in Priesters Gnade auch die loswerden könnten. Erweiterte Satellitenfertigung, die brauchen schon mal Siliziumscheiben. Computerwerk braucht auch Siliziumscheiben, ja. Okay. Also schicken wir den armen Siliziumtransporter, der keinen Sprungantrieb hat. Soweit ich das sehe, ja. Halt manuell bis da ganz hinten hin. Kommando akzeptiert. Was tun wir nicht alles, um bessere Verbindungen zu denen zu haben? Hm? So, er ist inzwischen angekommen. Handel, verkauft zum besten Preis. Erz. Null. So, sehr schön. Wiener sind wir im Osttor inzwischen 300 Kilometer. Ja, ich sollte den Sinzer öfters laufen lassen. So, wir sind bei 82%. Das müsste demnächst hochspringen, sobald der Erztransporter bei seiner Zielstation angekommen ist. Mit etwas Glück kommen wir schon auf die nächste Stufe und können dann in den Kernsektoren handeln, aber das hört sich nicht gut an. Nö. Ah, das ist unser Energietransporter. Ja, der ist egal. Der macht ja nur Profit. Genau, du. Du bist immer noch am Suchen. Das ist doch albern. Komm schon, Energiezellen. Kommando akzeptiert. So, du fliegst nach Priesters Gnade, du verkaufst bei der Raketenfabrik. Gib mir einen Statusbericht. Gib mir mehr Ansehen.